Aber aufgrund dieser Tour, aufgrund dieses Bühnenprogramms überhaupt, musste ich mit dem Konditionstraining wieder anfangen. Ihr habt ja, du brauchst einfach, wenn du hier oben 18 Stunden stehst, brauchst du einfach eine gewisse Kondition. Ihr habt ja gemerkt, bei dem Anfangslied, ich bin ja rausgekommen, bin die ganze Zeit hin und her gerannt. Gut, habt ihr vielleicht nicht gesehen, weil es so schnell war. Und dafür brauchst du einfach eine gewisse Kondition. Und da habe ich mir gedacht, hier ist mal so ein Fitnessstudio. Bei mir um der Ecke hat er so ein Fitnessstudio aufgemacht. Stand so oben drüber, Winterspeck AD, gratis Angebot für 86 Euro im Monat. Da habe ich gedacht, gut, ich mal hin, Winterspeck habe ich ja auch. Allerdings aus den Wintern 83 bis 96. Ich nach Hause, hab mich in so einen Gymnastikanzug, ich hatte aus der 4. Klasse noch so einen Sportanzug, hab mich da rein geschmissen, ich in dieses Fitnessstudio rin will an die Geräte, steht plötzlich ein Typ vor mir. Na, 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 na. Ich sah an dem Finger runter, oder ich brechen dir. Und er so, na, 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 na. Ich sah, ich kann dir die ganze Hand brechen. Und er so, na, 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 na. Ich sag, sag mal, lass mich doch mal an die Geräte trainieren. Und er so, es geht auf gar keinen Fall, du kannst sie nicht einfach so trainieren. Ich sag, sag mal, wer bist du? Und er so, ach so, ich hab vergessen, mich vorzustellen. Hallo, herzlich willkommen in unserem Fitnessstudio. Mein Name ist Romeo und ich bin für heute dein Personal Trainer. Ich sag, Romeo, ist das mit den Händen eine Krankheit? Und er so, nee, aber du kannst hier nicht einfach so an die Geräte gehen. Ich sag, warum denn nicht? Und er so, pass auf, bevor wir anfangen zu trainieren, müssen wir erstmal den Fitnessindex ermitteln. Ich sag, was ist ein Fitnessindex? Und er so, pass auf, Fitnessindex ist wie ein IQ-Test. Alles, was über 100 ist, ist toll. Alles, was unter 100 ist, ist scheiße. Gut, mein Fitnessindex war minus 3. Und er so, ja, aber das kriegen wir alles hin. Kein Problem, Cindy, entspann dich ein bisschen, lass dich fallen. Ich sag, pass auf, Romeo, weg mich hier fallen lassen, sieht's aus wie Dresden 45. Wolltet ihr alle klatschen? Dann warte ich einen Moment. Achso, muss man, weiß ich ja nicht.